Hallo Team ausprobiert. In diesem kurzen, aber hoffentlich nützlichen Video wollen wir erklären, wie wir so eine Cybex Babyschale im Auto richtig angeschnallt bekommen. Und zwar ohne die Isofix Base. Die ist zwar super nützlich, schont den Rücken, aber man hat sie nicht immer dabei. Beispielsweise, wenn man das Kind mit der Oma oder dem Opa transportieren will oder aber wenn man vom Krankenhaus steht und sich noch nicht ausreichend informiert hat. In diesen Fällen soll dieses Video hilfreich sein. Ich habe hier schon die Cybex Babyschale auf meinem Schoß. Das ist jetzt die Cloud Q, aber bei der Cloud Z, das aktuelle Modell, geht es genauso. Also, ich hoffe, anschauen lohnt sich. Zunächst mal müsst ihr euer Kind natürlich richtig anschnallen. Wie das funktioniert, dafür gibt es ein extra Video. Das ist jetzt genau hier verlinkt. Ja, und wenn das erfolgreich geschehen ist, dann müssen wir den Tragegriff in die richtige Position bringen, der zum Anschnallen geeignet ist. Kurzer Einschub, wenn ihr schon immer gefragt habt, warum dieser Tragegriff von diesen Cybex Babyschalen in so viele unterschiedliche Positionen einnehmen kann. Die ganz hinterste Position ist die, die man verwendet, wenn man die Babyschale irgendwo abstellt, damit eben dieser Cloud Z oder Cloud Q nicht nach hinten irgendwie wegkippen kann. Das sorgt für den stabilen Stand. Und dann haben wir verschiedene andere Einstellmöglichkeiten, die sich dann für das Tragen unterschiedlich gut eignen. Für das Platzieren im Auto, für das Anschnallen, würde ich zunächst mal diese Position hier wählen, also so leicht nach hinten abgeklappt. Man kann die Babyschale gut tragen und positionieren, aber das ist noch nicht die Finale, die wir verwenden wollen, um damit dann wirklich loszufahren. Um diesen Haltegriff überhaupt zu verändern, gibt es hier hinten auf der Rückseite an beiden Seiten zwei dieser Druckknöpfe. Diese beiden Druckknöpfe gleichzeitig drücken und dann kann ich diesen Tragegriff in der Position verändern. Und dann gibt es eben verschiedene Positionen, wo der, ich zeige es euch nochmal, auch hörbar einrastet. Ja, und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir die Babyschale in der von mir empfohlenen Position des Haltegriffs dann nehmen und auf dem Sitz platzieren. Und zwar wirklich so bitte, dass diese Babyschale plan auf der Sitzfläche auflegt. Also nicht irgendwie so, dass man da noch irgendwie einen Hohlraum hat, wo man durchgreifen kann, sondern plan. Und die Babyschale hinten, die soll bitte die Rückenlehne berühren. Dann ist die Position erstmal richtig und wir können uns dem Gurt zuwenden. Jetzt wird euch hoffentlich auch deutlich, warum ich diesen Haltegriff zum jetzigen Zeitpunkt noch so etwas nach hinten abgeklappt lassen würde. Und zwar, weil wir uns sonst mit dem Angurten dieser Cybex Babyschale deutlich schwerer tun würden. Ich nehme jetzt mal den Gurt, ich mache es auch wirklich einhändig und fädel dann zunächst mal an diesem vorderen Punkt ein. Dann ziehe ich den Gurt länger und fädel am zweiten Punkt ein, und zwar vorne und hinten. Und dann ziehe ich wiederum länger und schließe ihn in diesem Gurt an. Nochmal in der Draufsicht. So muss das zum jetzigen Zeitpunkt ausschauen. Wir haben hier eingefädelt, hier hinten eingefädelt und der Gurt steckt. Und dann ziehen wir diesen Gurt wiederum länger. Ja, wir gehen also mit der Hand hier rum, ziehen den Gurt länger und schlagen ihn über die Rückseite dieser Babyschale. Und dann kommen wir zum dritten Haltepunkt, wo wir dann noch einfädeln müssen. Das ist diese Schlaufe hier. Und das ist so der schwierigste Punkt, weshalb bei diesen Cybex Babyschalen das Anschnallen mit dem Gurt auch recht unhandlich geht, weil dieser Spalt hier so extrem eng ist. Genau hier muss der Gurt jetzt eingefädelt werden. Also wir gehen dann hier rüber, wenn man Übung hat, dann geht es auch besser, aber grundsätzlich kann das ein Gefriemel sein, vor allem wenn man den Gurt wieder rausbekommen will, also wenn man die Babyschale aus dem Auto rausnehmen möchte. So, wenn hier das Ganze auch eingefädelt ist, dann haben wir den Gurt richtig positioniert. Wir würden jetzt hier diesen Seitendämpfer noch ausfahren und last but not least dafür Sorge tragen, dass dieser Haltegriff jetzt auch in der richtigen Position ist und dass es nicht nach hinten abgeklappt, sondern wirklich im 90-Grad-Winkel nach oben. Und dazu dann nochmal final übergreifen und in den vorderen Punkt einrasten lassen. Jetzt ist das Baby optimal geschützt. Wer jetzt schon denkt, das Video sei zu Ende und gelangweilt abschalten will, halt! Eins ist noch super wichtig. Falls ihr, wie im Video gezeigt, diese Babyschale auf dem Beifahrersitz transportieren wollt, bitte unbedingt im Vorfeld checken, ob der Beifahrer-Airbag tatsächlich deaktiviert ist. Ansonsten kann sich für euren Nachwuchs im Fall der Fälle eine lebensgefährliche Situation ergeben. Also, unbedingt nochmal checken, falls der Airbag aktiviert ist, Schlüsselbart zücken, umdrehen und deaktivieren. Und wenn ihr dann diese Babyschale aus dem Auto genommen habt, natürlich auch wieder dran denken, diesen Airbag zu aktivieren. Ansonsten kann es, wenn es dumm läuft, euren Beifahrer treffen und das wollen wir ja auch nicht.
Und damit sind wir am Ende des Videos. Ihr solltet jetzt wissen, wie ihr euren Cybex Cloud Z oder Cloud Q angeschnallt bekommt, sicher angeschnallt bekommt. Ich hoffe, dieses Video war für euch hilfreich. Falls so sein sollte, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch Fragen haben solltet zu dieser Cloud Z oder Cloud Q Babyschale, zu anderen Themen außerhalb oder um dieses Anschnallen herum, nutzt die Kommentarfunktion unterhalb des Videos. Und wenn ihr Teil von Team ausprobiert werden wollt, abonniert meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nachhausefahrt, bringt Frau und Kind sicher nach Hause, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, tschüss und servus.